Heute am 1. Oktober, das ist sehr früh. Das haben wir eigentlich noch nicht erlebt, dass die Rinder so zahlreich und in der Jahreszeit viel zu früh schon nach Hause kommen. Aber wir haben seit 3 Tagen eigentlich Dauerregen, kurze trockene Abschnitte, aber dann plätschert das wieder richtig los. Und jetzt kommt Graf Puschek und macht Kontrolle. Ich bin ein bisschen verschnupft, weil dieses Stroh ist doch sehr staubig und wir haben gestern ganz schnell eingestreut und seitdem ist meine Nase verstopft. Ja, ich gehe mal mit euch durch. Das ist die kleine Levke. Und Clara. Das Julchen. Emil. Und Shaya, die ja gestern hier die Betten klar gemacht hat. Hier Colorida, dahinter Fine. Puschek kommt natürlich wieder. Und Anton Plüsch. Hier könnt ihr sehen, dass sein Winterfell wieder wächst, er ist ganz lockig. Das wird auch noch viel, viel dichter. Und Anna mit der Sonnenbrille. Hier links Elsa und Lara. Und Greta. Ich gehe dann jetzt noch mal in den anderen Stall, mal sehen, wer da eingezogen ist. Ja, das ist der alte Stall und gestern spätabends haben wir schon den hinteren Bereich eingestreut und wir wollten eigentlich heute hier vorne bis zum Ausgang weiter einstreuen. Das geht jetzt aber nicht, weil Mutti Dina sich auf den Strohballen gelegt hat. Da links ist Janne, ganz schmutzig. Und Uschi. Dahinter Jule. Dann liegend, das müsste Manuela sein. Und dann links hier Emma und der kleine Bo. Hallo Bo, wo hast du denn Trude gelassen? Bo bekommt auch schon Winterfell. Der war im Sommer
auch ganz, ganz glatt. Und jetzt bekommt er Locken. Und dann gehe ich noch mal. Das ist Manuela. Ich gehe noch mal zu dem dritten Stall. Ja, ich gehe, Manuela. Und hier bin ich im sogenannten Krankenstall. Hier ist keiner. Ja, wenn ihr euch wundert, warum an den Wänden so viel Strohballen liegen. Das hat den Grund, weil wir ja zum Beispiel Herbstzeit, die oft festliegt, dann nicht gegen die harte Wand schleudert. Und es wird jetzt hier laut. Das ist ja. Ja, und hier ist der Ausgang zu Weide. Aber da müsste ich jetzt weit laufen. Gut. Das war Pavarotti gerade. Ja, jetzt guckt euch mal an. Ich wollte eigentlich weiter hier diesen Heuballen verteilen. Und jetzt hat sich das Riesenbaby draufgelegt. Tja, müssen wir mal warten, bis er wieder aufsteht.